wenn wir heute diese Sitzung haben, haben Sie vielleicht alle schon im Kopf, vielleicht auch schon die ganze Zeit, dass es bestimmten Beschäftigten und in bestimmten Berufen ja einfach grundsätzlich nicht vorstellbar ist, dass da auch im Homeoffice gearbeitet werden kann. Und in dem jetzigen Impulsvortrag möchte ich gern dazu ein bisschen weiter in die Tiefe gehen und entsprechende berufliche Homeoffice-Potenziale immer stärker differenzieren und vor allem auch quantifizieren, wie hoch die Anteile an Beschäftigten sind, die theoretisch ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen könnten. Zur Messung dieser Homeoffice-Potenziale greifen wir nun auf Präpandemie-Daten zurück, nämlich auf die Bippauer Erwerbstätigenbefragung 2018. Und im Rahmen dieser Befragung, eben im Jahr 2018, gaben insgesamt 28% aller Beschäftigten an, dass sie, wenn auch nur gelegentlich, von zu Hause gearbeitet haben. Jetzt könnten wir uns fragen, üben die restlichen 72% der abhängig Beschäftigten denn alle Berufe aus, in denen keinerlei Ortsflexibilität möglich ist? Und die Antwort darauf lautet natürlich nein. Tatsächlich wäre es nämlich für 57% aller abhängig Beschäftigten laut eigener Angabe zumindest theoretisch möglich, im Homeoffice zu arbeiten. Sie sind also in Berufen beschäftigt mit einem sogenannten Homeoffice-Potenzial. Dagegen ist es also 43% der Beschäftigten aufgrund ihres Berufes nicht möglich. Was sich hier also schon mal zeigt, ist, dass es theoretisch mehr Beschäftigten möglich war, von zu Hause aus zu arbeiten, als es tatsächlich getan wurde. Und das hat unterschiedliche Gründe. Sie können selbst gewählt sein, also Beschäftigte, die angaben, dass sie nicht im Homeoffice arbeiten würden, selbst wenn ihr Betrieb es gestattet, und eben auch betrieblich bestimmt, nämlich dann, wenn die Beschäftigten durchaus gerne im Homeoffice arbeiten würden, wenn der Betrieb es ihnen denn ermöglichen würde. Faktoren, die das Arbeiten im Homeoffice bestimmen, können also vielfältig sein und dabei auch technische und betriebskulturelle Barrieren beinhalten. Worauf ich aber nun jetzt den Fokus setzen werde, sind die beruflichen Zugänge. Und die empirische Auswertung dazu entstammen eben aus den Daten der Bippauer Erwerbstätigenbefragung 2018. Dabei handelt es sich um eine große repräsentativ angelegte Datenbasis von deutschsprachigen Erwerbstätigen, die mindestens 10 Stunden pro Woche einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Sie wird alle 6 Jahre erhoben und umfasst die beiden zentralen Kernthemen Arbeit und Beruf im Wandel und Erwerb und Verwertung beruflicher Qualifikationen. Im Rahmen dieser aktuellsten Welle der Erwerbstätigenbefragung haben wir erstmalig die Nutzung und Nichtnutzung von Homeoffice im Rahmen eines Schwerpunktthemas sehr differenziert erfasst, wodurch wir nun eben die Möglichkeit haben, auch die Homeoffice-Potenziale zu ermitteln. Die Auswertungen dazu beziehen sich auf Angaben aller abhängig Beschäftigten im Datensatz, die zwischen 18 und 65 Jahren alt waren. Okay, starten wir also mit der Frage, wer kann theoretisch von seinem Beruf her ins Homeoffice? Und was wir sehen, ist, dass Homeoffice insbesondere denjenigen möglich ist, die in ihrem Beruf überwiegend kognitive Tätigkeiten ausüben. Das heißt zum Beispiel entwickeln, forschen, recherchieren, aber auch E-Mail-Korrespondenz organisieren oder planen. So, was sind das nun konkret für Berufsbereiche? Hier habe ich jetzt mal die Top 8 aufgelistet, die ein besonders hohes Homeoffice-Potenzial für die darin Beschäftigten bieten. Und das wären allen voran die IKT-Berufe, aber auch Marketing, Finanzdienstleistungen und Steuerberatungen und auch die sozialen und wirtschaftswissenschaftlichen Berufe sowie Berufe in Recht und Verwaltung sind dabei. So, und wer kann nun eher nicht von zu Hause aus arbeiten? Das sind vorwiegend Beschäftigte mit einem hohen Anteil an manuellen Tätigkeiten, wie zum Beispiel reparieren, transportieren, reinigen und auch pflegen. Ich denke, Sie haben nun dazu alle einige konkrete Berufsbereiche im Kopf, die eben solche manuellen Tätigkeiten sehr häufig beinhalten. Schaut man jetzt auf die Homeoffice-Möglichkeiten nach verschiedenen Qualifikationsniveaus der Beschäftigten, zeigt sich, dass überwiegend Akademikerinnen und Akademiker einen Homeoffice-Zugang haben. Und das lässt sich vor allem an zwei zentralen Aspekten erklären. Zum einen ist innerhalb der Berufsbereiche mit einem hohen Homeoffice-Potenzial der Anteil an Akademikerinnen und Akademikern auch einfach verhältnismäßig höher. Und zum anderen ist auch das Ausmaß an kognitiven Tätigkeiten im Beruf bei akademisch Qualifizierten tendenziell auch einfach höher. Aber trotzdem, viele Homeoffice-fähige Tätigkeiten werden auch von Beschäftigten auf mittlerer Qualifikationsebene, sprich von Beschäftigten mit einer beruflichen Ausbildung, ausgeübt. Allerdings konnten bislang Beschäftigte mit beruflicher Qualifikation das vorhandene Homeoffice-Potenzial im Beruf eher schlecht ausschöpfen. Das heißt, die Nutzung blieb deutlich unter dem Potenzial.
Und wenn wir uns das jetzt mal genauer im Vergleich anschauen, dann sehen wir hier auf der Abbildung einerseits das Homeoffice-Potenzial der Beschäftigten innerhalb von Berufsgruppen auf der X-Achse und der Anteil der Homeoffice-Nutzung auf der Y-Achse. Einmal für akademisch Qualifizierte links und für beruflich Qualifizierte rechts. Und die erste Grundaussage aus dieser Grafik ist zunächst, in allen Berufsbereichen blieb das vorhandene Potenzial zur Arbeit im Homeoffice nicht komplett ausgeschöpft. Das heißt also, weder bei Akademikerinnen und Akademikern noch bei beruflich Qualifizierten gibt es auch nur einen Berufsbereich, in dem alle die Angaben, dass ihre Arbeit im Homeoffice ausgeübt werden könnte, auch tatsächlich mindestens gelegentlich von zu Hause arbeiteten. Also alle Berufsbereiche liegen ja hier rechts von der Diagonalen, mal näher dran, was dann für einen geringen Anteil unausgeschöpften Potenzials spricht, und einmal weiter weg, was dann eben für einen höheren Anteil unausgeschöpften Homeoffice-Potenzial spricht. Die zweite Tendenz, die sich hier ablesen lässt, ist, dass beruflich Qualifizierte insgesamt in deutlich mehr Berufsbereichen nur ein geringes Homeoffice-Potenzial haben als Akademikerinnen und Akademiker, bei denen ja sozusagen links in der Ecke fast kein Berufsbereich abgebildet ist. Und wenn wir uns das jetzt mal noch genauer nach den Berufsbereichen selbst anschauen, dann fällt auf, dass einerseits beruflich und akademisch Qualifizierte in denselben Berufsbereichen ähnlich hohe Homeoffice-Potenziale angeben, die Nutzung dann aber andererseits bei beruflich Qualifizierten deutlich geringer ist. So zum Beispiel in den Berufen der Informatik, IKT, Werbung, Marketing oder auch Finanzdienstleistungen und Steuerberatung. Da geben zum Beispiel 97% der akademisch Qualifizierten und 90% der beruflich Qualifizierten an, dass ihre Arbeit auch von zu Hause ausgeübt werden könnte, sie also über ein Homeoffice-Potenzial verfügen. Unter den Akademikerinnen und Akademikern arbeiteten aber 54%, zumindest gelegentlich, von zu Hause aus, während es unter den beruflich Qualifizierten nur 26% waren. In einem anderen Berufsbereich zeigt sich noch ein weiterer interessanter Befund an der Stelle, und zwar im Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik. Hier unterscheiden sich nämlich die Angaben vom Homeoffice-Potenzial zwischen akademisch und beruflich Qualifizierten ziemlich deutlich. Bei Akademikerinnen und Akademikern lag es bei über 80%, bei beruflich Qualifizierten sind es keine 35%. Das spricht in dem Fall auch nochmal für die Bedeutsamkeit der auszuübenden beruflichen Einzeltätigkeiten, die zum Beispiel in diesem Berufsbereich für Akademikerinnen und Akademiker eben überwiegend kognitiv und für beruflich Qualifizierte eben überwiegend manueller Art zu sein scheinen. Aber es lässt sich tatsächlich auch ein Berufsbereich beobachten, in dem beruflich Qualifizierte Homeoffice-Potenziale besser ausschöpfen können als Akademikerinnen und Akademiker. Und das ist nämlich der Berufsbereich Bauplanung, Architektur und Vermessung, wo nämlich der Anteil der Homeoffice-Nutzenden unter den beruflich Qualifizierten mit etwa 45% den der Akademikerinnen und Akademiker mit unter 35% übersteigt. Und das, obwohl das angegebene Homeoffice-Potenzial von beruflich Qualifizierten in dem Beruf sogar unter dem von Akademikerinnen und Akademikern liegt. So, damit haben wir uns nun der Frage genähert, nach den Berufen, die Homeoffice anbieten und ihre entsprechende Rolle, aber eben auch festgestellt, dass die Nichtnutzung von Homeoffice nicht ausschließlich über das mangelnde Homeoffice-Potenzial erklärbar ist, sondern auf jeden Fall auch noch andere Faktoren eine Rolle zu spielen scheinen. Und damit möchte ich nun sehr gerne an Miriam übergeben, die sich diesem Punkt in ihrem Impulsvortrag nun auch noch mal etwas tiefergehend widmen wird.